Ja, man schwankt den ganzen Tag zwischen Erschütterung über die Dringlichkeit des Klimawandels und aber auch Hoffnung, dass über die Holznutzung aus intakten, resilienten Wäldern doch irgendwas zu retten ist. So geht es mir zumindest. Was folgt jetzt aus dem, was wir heute gehört haben? Also, der Wald muss zukunftsfähig sein, unter völlig veränderten klimatischen Bedingungen mehr Ökosystemleistung bringen als jetzt. Das ist eine Rechnung mit ganz vielen Unbekannten. Er soll zum Holzbauen mit Bauen mit Holz genutzt werden. Was also heißt das für den Wald in Rheinland-Pfalz? Das sagt uns jetzt keine geringere als die Ministerin selbst. Sie ist Ministerin für Klimaschutz, für Umwelt, Energie, Mobilität und der Forst fällt im Namen, aber Sie sind ja eben schon als Forstministerin angesprochen worden. So bitte ich Sie jetzt auch nach vorn. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, Anne Spiegel. Ja, das freut mich wirklich außerordentlich, dass ich heute hier sein kann. Sehr geehrter Herr Bartmann, sehr geehrter Herr Ludwig, sehr geehrter Herr Dr. Mattes, Frau Messerschmidt, sehr geehrter Herr Präsident Schirmbeck, meine sehr geehrten Herren Landtagsabgeordnete und zugleich auch forstpolitische Sprecher des Landtags. Ich sehe die Herren Steinbach, Rieger und Ehmann. Auch sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Waldbesitzer, der Kommunen und des Umwelt- und Naturschutzes, sehr geehrter Herr Dr. Jakob, sehr geehrter Herr Mahr, wir haben ja auch den Vorsitzenden des Landesjagdverbandes hier. Wo ist er? Da sitzt er. Hallo, grüß Sie. Ich werde auf die Frage zur Jagd im Übrigen im Rahmen meiner Rede eingehen. Und vor allen Dingen, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde des Waldes. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass ich heute zum ersten Mal als Klimaschutz- und Waldministerin Gast des Trierer Waldforums sein darf und dass ich mit Ihnen gemeinsam über die Zukunft unseres Waldes und der Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus diskutieren kann. Ja, lieber Herr Bartmann, die Resonanz zu der heutigen Veranstaltung ist trotz der immer noch schwierigen Bedingungen, eine Veranstaltung in einer Corona-Pandemie zu organisieren, wirklich sehr beeindruckend. Und das zeigt mir, dass Sie mit Ihrer Veranstaltung, die Sie nunmehr vor 10 Jahren ins Leben gerufen haben und mit Ihrem unermüdlichen Engagement auf viel Interesse treffen, nicht nur hier im Saal, sondern auch an den PCs. Und dafür wirklich nochmal einen herzlichen Dank, Herr Bartmann, dass Sie das organisiert haben mit Ihrem Team. Es zeigt auch, dass sich viele hier im Raum, aber auch digital mit ihrem Wald verbunden fühlen, dass sie sich Sorgen machen um die Zukunft des Waldes und dass das auch ein Thema ist, das sowohl die Profis aus der Forstwirtschaft als auch die Wissenschaft, als auch die Menschen aus der Region aus Rheinland-Pfalz verbindet. Und Sie haben, Herr Bartmann, mit Ihrem Titel Unser Wald, Brennglas der Klimakrise, die zentrale Herausforderung für den Wald und die Waldpolitik auf den Punkt gebracht und treffend beschrieben. Aber leider beileibe nicht nur für den Wald und die Waldpolitik. Die Klimakrise, der Klimawandel hat uns leider schon fest im Griff. Da wird auch kein Bereich von ausgenommen sein, wenn der Klimawandel fortschreitet. Und deshalb ist es so wichtig, und das haben auch die Ausführungen von Herrn Dr. Mattes eben noch mal eindrücklich gezeigt, die Zahlen, die Daten, die darauf hinweisen, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, das Ruder rumzureißen und dass wir gleichzeitig alles daran setzen müssen, den Klimawandel die Stirn zu bieten durch konsequenten Klimaschutz, weil sich sonst nicht nur der Wald, aber er auch sehr, sehr dramatisch weiter zum Schlechten verändern werden. Und nicht zuletzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat auch die wirklich verheerende Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel, im Übrigen auch hier in Trier, wurde einiges auch an Leid mit sich gebracht. Aber insbesondere das Ahrtal ist sehr getroffen. Unendliches Leid für so viele Menschen. Ich war jetzt wirklich viele Male vor Ort und das Ausmaß der Zerstörungen ist unvorstellbar im Ahrtal. Und deshalb
werden wir dort jetzt einen sehr, sehr intensiven und herausfordernden Neuaufbau, Wiederaufbau dieser zerstörten Region betreiben, vorantreiben müssen. Ein Thema, das uns in der Landespolitik in den nächsten Monaten und Jahren auch beschäftigen wird und fordern wird. Und dort ist aber eben auch die Frage eines klimaresilienten Wiederaufbaus und letztlich auch der Frage, wie kann Klimawandel angepasstes Wiederaufbauen hier gelingen. Wir stehen, um zurück zur Waldpolitik und zum Wald zu kommen, wir stehen im Wald, aber auch weit darüber hinaus vor der Herausforderung, die Erderhitzung endlich wirksam zu begrenzen. Einerseits, aber gleichzeitig auch Anpassungsstrategien zu entwickeln. Und dies stellt das Ökosystem Wald, das für uns alle lebenswichtig ist, genauso vor immense Herausforderungen wie die Holz- und Forstwirtschaft, die Waldbesitzenden, die Beschäftigten im öffentlichen und privaten Wäldern und den Betrieben der Holzwirtschaft. Forstpolitik und Klimaschutzpolitik, davon bin ich überzeugt und dafür werde ich mich auch einsetzen. Sie werden in dieser Legislaturperiode eng miteinander verbunden sein müssen, denn die Wälder brauchen gute Klimaschutzpolitik. Und wenn ich mir die bereits immensen Schäden ansehe, die von Herrn Dr. Mattes auch angesprochene Steigerung von 1,6 Grad in Rheinland-Pfalz in unseren Wäldern anrichtet, dann ist es offensichtlich, dass wir eine große Aufgabe vor uns haben und dass wir alles daran setzen müssen, um hier auch entschieden zu handeln, um überhaupt noch handeln zu können und gleichzeitig neben dem konsequenten Klimaschutz auch Anpassungsstrategien zu verwirklichen. Also eine erfolgreiche Waldpolitik geht für mich zusammen mit einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik. Und die Schäden, die durch den Klimawandel bisher verursacht wurden in unseren Wäldern, sie sind leider allgegenwärtig. Da ist leider keine Region in Rheinland-Pfalz davon ausgenommen. Und vielerorts haben sich geradezu landschaftsprägende Schreckensbilder entwickelt. Das ist einerseits natürlich die Fichte, sie ist auch schon angesprochen worden, braune Fichten infolge von Borkenkäferfraß und für unsere Verhältnisse gigantische Freiflächen aufgrund der Notfällungen zur Vermeidung weiterer Ausbreitung des Borkenkäfers. Aber auch die Laubbäume, sie leiden massiv unter Hitze und Trockenheit, sodass sie teilweise den Austrieb nicht mehr geschafft haben. Und gerade auch die Buche ist in einem Ausmaß betroffen, das Anlass zu größter Sorge gibt. Denn galt doch die Buche, die hierzulande von Natur aus prägende Baumart, ein Stück weit als Hoffnungsträgerin für eine klimaresiliente Waldentwicklung. Wir haben die Situation, dass auch Jungpflanzen, welche die neue Waldgeneration bilden sollten, oft vertrocknet sind. Und insgesamt mussten seit 2018, und es tut mir wirklich weh, wenn ich diese Zahlen jetzt nennen muss, es mussten 15 Millionen Bäume als sogenanntes Schadholz, und das sind insgesamt 13,5 Millionen Kubikmeter Schadholz, auch aufgearbeitet werden. Die Größe der wieder zu bewaldenden Freiflächen beträgt insgesamt über 30.000 Hektar. Und ich glaube, das unterstreicht auch die Dimension und die Größe der Aufgabe, vor der wir stehen. Dieser Sommer, meine Damen und Herren, war aufgrund der ergiebigen Niederschläge für unseren von Hitze und Dürre gebeutelten Wald einerseits ein Segen. Und doch muss man gleichzeitig dazu sagen, dass sich die ganzen Auswirkungen der drei Extremsommer 2018 bis 2020 womöglich erst noch in den Folgejahren zeigen werden. Der aktuelle Waldzustandsbericht, er unterstreicht diesen niederschmetternden Befund. 84% der Bäume sind geschädigt, fast die Hälfte weist sogar deutliche Schäden auf. Ein bislang auch in Zeiten des ersten Waldsterbens der 80er Jahre unerreichter und wirklich alarmierender Wert. Die Ökosystemleistungen des Waldes, sie sind vielfältig. Der Wald, und wir sind das waldreichste Bundesland, der Wald ist wichtige Ressource, er ist anspruchsvoller Arbeitsplatz, er ist zu Recht ein gefragter Ort der Erholung. Auch ich suche ihn gerne auf für die Erholung und zum Wandern.
Er bietet wichtigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und leistet dadurch auch einen sehr wertvollen Beitrag für die Biodiversität. Zudem ist der Wald wichtig für das Klima. Er speichert Wasser und CO2, er spendet Kühle, er reinigt die Luft und er ist im Übrigen auch ein wichtiger Helfer beim Hochwasserschutz, denn strukturreiche oberirdische Waldvegetation und die wenig gestörten, wasseraufnahmefähigen Waldböden leisten hier einen wichtigen Beitrag und gleichzeitig die starke und tiefreichende Durchwurzelung des Waldbodens, die in Hanglagen Steinschlag und Bodenrutschungen vermindern kann. Und um, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Wald mit diesen wichtigen Leistungen zu erhalten, bedarf es Menschen, vieler Menschen, die sich aktiv für ihn engagieren. Menschen wie die vielen Försterinnen und Förster im Land, die Forstbeschäftigten, die Waldbesitzenden, engagierte Kommunen, engagierte Umweltschützer, Naturschützer und viele andere mehr. Und ich möchte auch die Gelegenheit hier auf dem Trierer Waldforum nutzen, all diesen Menschen, die sich tagtäglich für den Wald engagieren, ganz herzlich für ihr Engagement bedanken. Da ist viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Da ist auch viel ehrenamtliches Engagement dabei. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Die Frage, die sich stellt, ist nun, wie können wir den Wald in seiner natürlichen Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel stärken und ihm dabei helfen, die Herausforderungen der Klimakrise trotz aller Unsicherheiten zu bestehen. Für die engagierten Forstkolleginnen und Forstkollegen in unseren Forstämtern steht diese Aufgabe derzeit täglich im Mittelpunkt ihres Handelns. Sie tun alles dafür, um den Wald als Ökosystem bestmöglich zu unterstützen. Sie handeln dabei auf forstwissenschaftlicher Grundlage und sie nutzen auch die aktuellen Erkenntnisse der Klimaforschung. Und in diesem Zusammenhang bin ich wirklich sehr dankbar für die hochqualifizierte Beratung der Forstpraxis durch die Wissenschaft, durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unter anderem unser Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft und bei unserem Kompetenzzentrum für Klimawandel Folgenforschung, beide in Trippstadt. Diese Fachberatung, die steht allen Waldbesitzenden in Rheinland-Pfalz unmittelbar und kostenfrei zur Verfügung, aber natürlich auch mittelbar über das tägliche Handeln vor Ort und die Beratung und Betreuung der Waldbesitzenden im bewährten Gemeinschaftsforstamt rheinland-pfälzischer Prägung. Und wir werden diese fachwissenschaftliche Kompetenz durch eine enge Kooperation der rheinland-pfälzischen FAWF mit der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg gezielt ausbauen und auf eine breitere Basis stellen. In der forstwirtschaftlichen Praxis setzen wir auf eine konsequent naturnahe Waldwirtschaft. Naturnahe Waldwirtschaft, das heißt, in diesen Zeiten ganz genau hinzuschauen, sich in die Naturabläufe einzupassen, die natürliche Wiederbewaldung der Freiflächen punktuell, wohldosiert und gezielt zu unterstützen, den zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendigen Umfang an Biomasse ungenutzt in den Waldökosystemen zu belassen und vor allen Dingen alles zu vermeiden, was den Wald zusätzlich stresst. Ich glaube, es sind hier viele Faktoren aufgezählt worden, die den Wald leider tagtäglich stressen. Von daher müssen wir alles dafür tun, dass kein zusätzlicher Stress dazukommt. Und auf den zum Teil großen Störungsflächen im Wald nehmen wir daher alles an, was von Natur aus kommt. Den Nachwuchs von Bäumen ebenso wie von jedweden anderen Pflanzenarten. Und wichtig ist zunächst, dass Pflanzenwuchs den Stoffaustrag aus dem Boden aufhält und diesen zugleich auch vor Erosion schützt. Freiflächen ermöglichen uns die Zumischung von Baumarten in kleinen Gruppen in unregelmäßiger Verteilung, sogenannten Klumpen, zur Erhöhung der Baumartenvielfalt. Neben den einheimischen und den bewährten Gastbaumarten tragen sorgfältig ausgewählte ergänzende Baumarten vorwiegend aus dem südosteuropäischen Anschlussbereich zu einer vielfältigen Mischung an Baumarten bei. Und genau durch diese punktwirksame Vorgehensweise sind bei unserer naturnahen Waldbewirtschaftung Begriffe
wie Bodenbearbeitung, Flächenräumung, maschinelle Pflanzung, Herbizideinsatz und andere flächenbezogene Eingriffe nicht nur im Staatswald schon seit Jahren praktisch kein Thema mehr. Wir versuchen, die Waldentwicklung nicht in eng vorbestimmte Schemata zu zwängen, sondern gehen so schonend wie möglich vor, um hohe ökologische Standards zu erfüllen. Und wir handeln schon seit vielen Jahren vorbeugend, zum Beispiel in noch mancherorts vorkommenden naturfernen Nadelbaumreinbestockungen. Hier bedeutet Waldumbau die behutsame Überführung in ungleichaltrige, strukturreiche, naturnähere Mischwälder. Und dabei beschränken wir auch in diesem Fall das Pflanzen auf verstreute Klumpen, im Dunkeln der vorhandenen Nadelbäume an die hellsten Stellen. Dieses sanfte Vorgehen, meine Damen und Herren, wollen wir zur Vorbeugung im Klimastress künftig verstärkt fortführen. Entschuldigung. Die Wiederbewaldung der von der Borkenkäferkalamität betroffenen Flächen erfolgt im Wesentlichen auf der Basis der hierfür entwickelten waldbaulichen Konzepte, wie die Grundsatzanweisung Waldverjüngung im Klimawandel mit Anleitungen zur Wiederbewaldung, Vorausverjüngung und Jungbestandspflege. Die Anwendung dieses Konzeptes ist im Staatswald vorbildlich, verbindlich vorgesehen und geschieht vorbildlich. Und wir können uns damit im bundesweiten Kontext wirklich sehen lassen. Wir empfehlen den kommunalen und privaten Waldbesitzenden eine analoge Anwendung in ihren Wäldern und beraten und unterstützen gerne bei der Umsetzung. Und auch die Förderung orientiert sich daran. Wichtig ist aber auch, und damit komme ich zu Ihrer Frage, dass es kein Übermaß an Wild gibt, das unsere Anstrengungen im Waldumbau oder bei der Wiederbewaldung von Freiflächen zunichte macht. Und deshalb sind wir natürlich auch in Zukunft auf die Unterstützung der Jägerschaft angewiesen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst einen Jäger in der Familie und da wird oft diskutiert. Wir planen, das Jagdgesetz und die jagdrechtlichen Verordnungen zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. Das ist das, was wir uns in dieser Legislaturperiode vorgenommen haben. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht auch um Biodiversität. Und um die Ziele der nationalen Biodiversitätsstrategie zu erreichen, ergänzen wir die auf über 90% der Fläche naturnah bewirtschafteten Wälder um Wälder, die einer eigendynamischen Naturwaldentwicklung überlassen bleiben. Durch das Belassen von einzelnen Biotopbäumen, Biotopbaumgruppen und Waldrefugien in den bewirtschafteten Wäldern entsteht eine Vernetzung im Sinne von Trittsteinen. Und im Staatswald, das haben wir uns vorgenommen, soll das Ziel von 10% natürlicher Waldentwicklung in der laufenden Legislaturperiode erreicht werden. Für den Kommunal- und Privatwald beabsichtigen wir, Vertragsnaturschutzprogramme aufzulegen und zu etatisieren, um dem Ziel von 5% der gesamten Waldfläche über alle Eigentumsarten näher zu kommen. Und erlauben Sie mir da auch einen Beitrag zu dem wirklich eindrücklichen Worten von Herrn Professor Schellnhuber. Ich hätte mir gewünscht, er wäre heute persönlich da gewesen, aber wir laden ihn einfach noch mal nach Rheinland-Pfalz ein. Herr Professor Schellnhuber hat ja in seinem eindrucksvollen Vortrag darauf hingewiesen, welche hohe klimapolitische Bedeutung die Nutzung von Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung und anderen nachwachsenden Rohstoffen im Bausektor zukommt. Und ich plädiere deshalb dafür, und das sage ich auch politisch und persönlich, aus voller Überzeugung, man darf Wildnisflächen und Waldnaturschutz und nachhaltige Holznutzung in der Diskussion nicht gegeneinander ausspielen. Es ist kein Gegensatz. Es kann zusammen als Konzept, es kann zusammen gedacht werden, es kann zusammen umgesetzt werden. Ich bin davon überzeugt, dass das auch der richtige Weg ist. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden beides brauchen und beides ist machbar. Die Förderung der Biodiversität und der Waldnaturschutz einerseits und eine Nutzung von nachhaltig erzeugtem Holz und Holzprodukten als Kohlenstoffspeicher und als Ersatz für energieintensiv hergestellte Produkte wie Stahl, Beton oder Stahlbeton. Und ich war diese Woche bei der Eröffnung eines
vierstöckigen Nicheröffnung bei der Förderbescheidübergabe, es ist noch im Bau befindlich in Ingelheim, ein vierstöckiges Holzgebäude als Verwaltungsgebäude für die Kreisverwaltung. Das sind für mich Leuchtturmprojekte hier in Rheinland-Pfalz, wo wir zeigen, dass Holz auch ein wichtiger Baustoff ist. Und ja, wenn wir konsequenten Klimaschutz ernst meinen, dann werden wir auch im Bausektor Veränderungen brauchen. Da müssen wir weg von Beton und Stahl und dann sollten wir die Potenziale, die das Holz bietet, auch viel stärker nutzen als bisher. In unseren Wäldern in Rheinland-Pfalz wird Holz ganz überwiegend naturnah und nach hohen Standards erzeugt. Zum Beispiel ist der komplette Staatswald in Rheinland-Pfalz FSC zertifiziert. Und ich halte es deswegen auch aus ökologischer und klimapolitischer Sicht nicht für sinnvoll, wenn man auf die Nutzung dieses nachhaltig erzeugten Holzes verzichtet und dann vielleicht sogar die Nachfrage in Märkte mit weit weniger anspruchsvollen Standards, auch sozialen Standards, verlagert. Und deshalb werden wir diesen Weg in Rheinland-Pfalz auch so weitergehen, das Holz beispielsweise als Baustoff auch stärker zu nutzen. Ich möchte da aber auch betonen, auch Naturschutz und Waldpolitik muss zusammengedacht werden und kann zusammengedacht werden. Ich war vergangene Woche in Moorbach, habe mir zusammen mit Landesforsten, mit der SNU, mit Naturschutz eine Moorrenaturierung angeschaut, direkt im Wald. Und das sind für mich auch wichtige Projekte, um Artenvielfalt voranzutreiben, um hier letztlich auch gerade in den Mooren, und ich sehe Frau Jakob als BUND-Vorsitzende. Der BUND macht sich ja auch sehr stark für die Moorrenaturierung. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum für viele bedrohte Pflanzen und Tierarten. Und für mich, davon bin ich überzeugt, kann Naturschutz und Waldschutz und Klimaschutz zusammengedacht werden. Mehr als kann, es muss sogar. Und es ist möglich. Und das zeigen auch Beispiele hier in Rheinland-Pfalz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereits erläutert hat, orientiert sich das Handeln der Landesregierung an der am 11. Juni 2019 gemeinsam mit den Vertretungen der Waldbesitzenden unterzeichneten Mainzer Walderklärung Klimaschutz für den Wald, unser Wald für den Klimaschutz. Und in der neuen Legislaturperiode werden wir diese Walderklärung evaluieren und um weitere Maßnahmen und Zielsetzungen ergänzen. Es ist dort von Anfang an ein eigenes Handlungsfeld Unterstützung für Wald und Waldbesitzende mit konkreten Maßnahmen zur Entlastung der Waldbesitzenden beschrieben. Und mir ist es wichtig, daran anzuknüpfen und die kommunalen und privaten Waldbesitzenden die Eigentümerverantwortung für 3/4 der Waldfläche unseres Bundeslandes tragen, auch in den kommenden Jahren zu unterstützen. Denn viele von Ihnen, und das wissen wir, sie sind aus eigener Kraft nicht beziehungsweise nicht mehr in der Lage, die notwendigen Zukunftsinvestitionen in wirtschaftlich angespannten Zeiten zu stemmen. Dennoch weiß ich, dass viele Waldbesitzende sich nach Kräften mühen, ihr Eigentum bestmöglich zu betreuen und zu pflegen und künftigen Generationen in einem guten Zustand weitergeben wollen. Und auch für die Bürgerinnen und Bürger hat ihr Wald, auch oftmals ihr Wald vor der eigenen Haustür, einen hohen Stellenwert. Und vor diesem Hintergrund ist mir die Fortführung und Intensivierung der kooperativen Zusammenarbeit mit den waldbesitzenden Kommunen, mit den privaten Waldbesitzenden von großer Wichtigkeit. Aber auch ein anderer Punkt ist wichtig, und das ist, dass letztlich hier auch finanziell neue Wege eingeschlagen werden. Und deshalb werde ich mich weiterhin auf der Bundesebene für eine Waldklimaprämie stark machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, auch eine finanzielle Unterstützung zu geben. Und zwar nicht einfach nur, weil man Wald hat, sondern weil man Wald nachhaltig und klimaresilient aufstellen will, weil man einen Klimawald der Zukunft aufstellen will. Dafür sollte es meines Erachtens auf Bundesebene eine Waldklimaprämie geben, die genau diese Bemühungen auch honoriert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und damit komme ich gegen Schluss meiner Rede. Ich möchte allerdings einen Punkt noch ansprechen, weil er auch ein sehr aktueller ist.
In dieser Woche hat die Bundesregierung kurz vor Ende der Wahlperiode ihre Waldstrategie 2050 vorgestellt. Ich sage direkt dazu, die war weder mit uns Ländern abgestimmt, noch offenbar innerhalb der Bundesregierung. Das halte ich zunächst mal für merkwürdig. Die Förderung der Ökosystem- und Klimaschutzleistung ist als Ziel in die Waldstrategie eingeflossen. Allerdings formuliert die Bundesregierung in diesem wie in den vielen anderen wald- und forstpolitischen Handlungsfeldern Ziele ohne konkrete Vorschläge, wie diese erreicht oder umgesetzt werden können. Warum beispielsweise liegt nicht schon längst ein konkreter Vorschlag zur Waldklimaprämie auf dem Tisch? Warum wurde die Jagdrechtsnovelle, die jetzt als Ziel formuliert wird, in der zu Ende gehenden Wahlperiode zurückgezogen? Warum sind die konkreten Vorschläge zur Förderung von Wald, Naturschutz und Biodiversität eine Antwort schuldig geblieben? All dieses bleibt doch sehr im Ungefähren. Und da kann ich nur sagen, ich hätte mir persönlich und auch politisch von einer Waldstrategie 2050 einen größeren Wurf erhofft. Und ich hoffe doch sehr und werde mich auch dafür einsetzen, dass in einer nächsten Bundesregierung, welche Farben dort auch immer sein werden, eine Waldpolitik und eine Waldstrategie festgeschrieben wird, die viele dieser Punkte, die hier heute diskutiert wurden und zu Recht als Maßnahmen und Forderungen festgestellt wurden, die diese aufgreift und nicht im Ungefähren bleibt, sondern im Konkreten bleibt. Warum? Weil wir nicht mehr viel Zeit haben, weil wir das jetzt anpacken müssen, auch auf der Bundesebene, um unsere Wälder in eine gute Zukunft führen zu können. Abschließend möchte ich noch auf die Forstfachkräfte, das Forstpersonal eingehen. Sie sind hoch motiviert, aber sie arbeiten seit Jahren an der Belastungsgrenze. Und auch aufgrund des Klimawandels sind die Herausforderungen so groß geworden in unseren Wäldern, dass wir eine personelle Verstärkung für unbedingt erforderlich halten, um die wichtige Arbeit für den Wald und die Waldbesitzenden intensivieren zu können. Es wurde im Rahmen der Walderklärung beschlossen, dass mehr Personal eingestellt werden soll. Es wurden entsprechend zusätzliche Stellen geschaffen und ich erhoffe mir davon, dass diese Arbeit, die doch sehr viel ist, dadurch auf mehr Schultern verteilt werden kann. Aber parallel startet der Landesbetrieb Landesforsten gezielt Aktivitäten, um auf einem bundesweit angespannten Arbeitsmarkt qualifiziertes Personal für den Wald zu akquirieren. Beispielsweise durch eine breit angelegte Nachwuchsinitiative für alle Laufbahnen und ein kombiniertes duales Studium im dritten Einstiegsamt. Und ich möchte mich abschließend, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die sich tagtäglich in unseren Wäldern, für unsere Wälder dafür einsetzen, dass wir es gemeinsam schaffen, durch konsequenten Klimaschutz der Klimakrise die Stirn zu bieten, dass wir es gemeinsam schaffen, unsere Wälder dabei zu unterstützen, dass sie auch für die nächsten Generationen in Rheinland-Pfalz ein wunderbarer Ort zum Wandern, zum Erholen sind, dass sie auch für die Pflanzen und Tiere, für die Artenkrise, der wir auch die Stirn bieten müssen, einen wunderbaren Lebensraum bieten, ein Ort der Biodiversität, ein Ort, an dem Tiere und Pflanzen aufgrund eines konsequenten Klimaschutzes noch eine Zukunft haben und auch den nächsten Generationen eine Zukunft, in den nächsten Generationen eine Zukunft haben werden. Dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden wir viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter brauchen und ich hoffe, dass viele von Ihnen hier im Raum und an den Bildschirmen Teil dessen sind, den Wald zu schützen und in eine gute Zukunft zu führen. Dafür herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Anne Spiegel, Ministerin für Klima, Umwelt, Verkehr, Mobilität und Wald. Wir danken Ihnen sehr und Sie müssen noch einmal zu Herrn Bartmann schauen, denn der hat auch noch was für Sie. Ja, ich darf mich natürlich auch ganz herzlich bedanken.
Und auch wenn Sie natürlich jetzt wieder mit dem Auto fahren, vielleicht zu weiteren Terminen, ich hoffe sehr, dass dieser schöne Blumenstrauß, den ja die Försterinnen und Förster für Sie gepflückt haben und zusammengestellt haben, dass er den Weg nach Speyer überlebt heute Abend und Ihnen viel Freude macht. Sie haben uns heute sehr beglückt und auch Freude gemacht mit Ihrem Vortrag. Wir haben eine Forstministerin, die zu uns steht und die trotzdem eigene Ziele hat. Und man merkt, Sie sprühen vor Energie. Und bei dieser Aufgabe wünsche ich Ihnen und wünschen wir Ihnen alle viel, viel Erfolg. Sie dürfen immer leider noch nicht gehen. Sie haben uns ja ein paar Minuten geschenkt, denn Sie müssen sich noch einmal umdrehen zu Herrn Grünebaum von den Landesforsten. Der hat uns nämlich einen Ehrengast aus dem Wald mitgebracht, der Sie noch etwas bitten wird. Ich kann den noch kurz halten. Ja, liebe Frau Ministerin Spiegel, ich bin einer der vielen engagierten Forstleute in Rheinland-Pfalz. Wir sehen uns als Gefährtinnen und Gefährten des Waldes. Und ich habe Ihnen einen besonderen Gast mitgebracht, nämlich als Vertreter des Waldes die beste Eiche, Ed Wood. Ed Wood. Und andere Leute behaupten ja, Bäume unterhalten sich untereinander. Wir sind dabei Landesforschung schon ein Stückchen weiter. Wir reden mit den Bäumen. Ganz im Sinne eines Wissenschaftlers, der vor vielen Jahrzehnten als erster Leiter der Forstakademie in Eberswalde schon gesagt hat, fraget die Bäume. Und deswegen frage ich jetzt Ed Wood, wie geht es dir? Was hast du auf dem Herzen? Ach je, im Wald ist es so warm. Und so lange schon so trocken. Meine Äste hängen schon herunter. Ich habe Angst zu verdursten. Und viele meiner Freunde sind auch schon vertrocknet und sind gestorben. Ich hoffe und denke, ach, ich glaube, den anderen geht's auch ziemlich schlecht. Da muss was gemacht werden. Tja, Ed Wood, vielen Dank. Wir geben uns große Mühe. Und mir fällt auf, als Gefährte des Waldes, du sprichst so langsam und das macht deutlich, das, was wir heute schon oft gehört haben, der Klimawandel ist einfach zu schnell für so ein langsames Ökosystem. Und wie kommen wir vom Reden zum Handeln? Ich denke, wir könnten mal mit einem Versprechen anfangen und es wäre jetzt sehr schön, wir haben da eine große Tafel für ein großes Versprechen, wenn Sie einfach Ihr Versprechen für den Wald jetzt und hier abgeben. Ich lese mal mit, falls Sie aus den letzten Reihen nicht lesen konnten. Konsequenter Klimaschutz ist das Waldversprechen von Anne Spiegel. Und jetzt steht noch dahinter, denn auch die Klimakrise ist jetzt. Konsequenter Klimaschutz jetzt, dem Wald zuliebe. Ach, ja. Sie dürfen applaudieren, wenn Sie mögen. Gut. Ganz herzlichen Dank. Herr Schellnhuber hat ja Ed Wood eben in Baumwart umgenannt und den Herrn der Ringe als Waldlektüre empfohlen. Frau Spiegel, das geben wir Ihnen jetzt auch noch mit auf den Weg. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sie müssen, ich hoffe nicht, dass Sie jetzt unterwegs spät sind, aber Sie müssen noch weiter auf den Termin. Aber Ihr Staatssekretär wird gleich für Sie dabei sein in unserer Diskussion und nochmal präzisieren, wie die Waldklimaprämie aussehen könnte und was dazu zu erwarten ist und wie sie helfen kann, wie wir ausbalancieren zwischen Biomasse im Wald und in den Häusern. Da sind wir gespannt. Ganz herzlichen Dank, Anne Spiegel. Applaus